liebe Filmfreunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von In the Mix. In the Mix. In the Mix. Ja, als erstes möchte ich mich auch mal bedanken für die netten und zahlreichen Kommentare unter meinem letzten Video, In the Mix Volume 1. Hat mich wirklich gefreut. Ich habe schon befürchtet, ich könnte mich damit ins Abseits schießen mit dem Telefonat, aber ist doch von vielen von euch sehr gut aufgenommen worden. Und da hatte ich auch dieses T-Shirt an mit dem Spruch aus Karate Tiger. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele den Film kennen. Er ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Mitte der 80er irgendwie war das. Und ja, da habe ich mich richtig drüber gefreut, dass auch die ganzen Sprüche da kamen und jeder den sich irgendwie an seine Kindheit wieder erinnert fühlte und so, weil so ging es mir nämlich auch. Und ja, dafür einfach mal danke. Fand ich großartig. Ja, und im zweiten Video von In the Mix geht es um, wie im Titel schon beschrieben, ungekürzte Filme. Ich habe da ein richtiges Schnäppchen gemacht beim Kumpel und habe die Filme sehr günstig bekommen und da konnte ich einfach nicht Nein sagen, da einige auch auf meiner Wunschliste standen und, ja, und einige, die ich so gar nicht mehr im Kopf hatte und als ich die gesehen habe, wow, war ich total baff, da ist mir fast ein Ei geplatzt. Echt super. Ja, ich stelle euch heute 11 DVDs vor, eine Blu-ray und 3 bzw. 4 PS3 Spiele, da ja auch einige Zocker unter euch sind, ist das vielleicht auch ganz interessant. Und wie gesagt, ich will mich etwas kürzer fassen, lege dann jetzt auch direkt los. Viel Spaß damit. Ja, hier hätten wir zuerst den Film Mann beißt Hund. Das ist ein belgischer Spielfilm aus dem Jahr 1992 in Schwarz-Weiß. Ja, der gute Filmemessi hatte den vor kurzem schon mal vorgestellt und der Film war schon länger interessant für mich, aber nicht so leicht zu bekommen, da er Ewigkeiten auf dem Index war. Jetzt ist er runter vom Index und Studio Kanal bzw. Arthouse haben sich dem Film angenommen und ihn in einem sehr tollen Steelbook auf Blu-ray veröffentlicht. DVD-Veröffentlichung gibt es natürlich auch. Ja, aber der sollte dann bei mir doch schon auf Blu-ray sein. Ob es jetzt zwingend notwendig ist, weiß ich nicht, da der Film eh im dokumentarischen Stil gedreht ist. Es geht um einen Auftragskiller, der von einem Kamerateam begleitet wird. Hat sich ganz interessant angehört und wie gesagt, ich habe vor längerer Zeit, also vor einigen Jahren, schon drüber gelesen. Und ja, der ist halt auch sehr kontrovers, der Film. Hat damals den Kritikerpreis bei dem Filmfestspiel von Cannes bekommen. Und ja, ist halt eine bitterböse Gesellschaftssatire mit tiefschwarzem Humor und soll auch recht brutal sein. Trailer war sehr interessant, ich freue mich schon drauf. Hier ein 16-seitiges Booklet liegt auch noch bei. Da ist dann halt Auszüge aus dem Interview mit den Machern und dem Hauptdarsteller. Nette Beilage. Ja, sehr schöne VÖ, freue ich mich drauf. Dann geht es direkt weiter mit den DVDs. Da haben wir als erstes Rookie, der Anfänger, mit Charlie Sheen und Clint Eastwood. Regie hat auch Clint Eastwood geführt. Film ist aus dem Jahr 1990. Den habe ich schon länger mal gesucht, weil den hatte ich, glaube ich, ganz, ganz früher mal, hatte mein Vater den aus der Videothek und da habe ich den mal gesehen. Dann habe ich ihn gesucht und nicht gefunden. Jetzt weiß ich warum. Ja, der war auch seit Ewigkeiten oder ist immer noch auf dem Index. Ich habe keinen Dunst, warum. Ob es Brutalität ist, ob es vulgäre Aussprache ist, kein Plan. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil Charlie Sheen in jüngeren Jahren war immer sehr gut und Clint Eastwood ist eh eine sichere Bank. Ja, Rookie, der Anfänger, Polizeithriller halt. Soll ganz gute Action bieten. Dann haben wir Universal Soldier, die Rückkehr. Ja, die Fortsetzung des Originalfilms von Roland Emmerich. Hier wieder mit Jean-Claude Van Damme. Ja, der lief damals auch im Kino und ich hatte den mal aus der Videothek. Ich weiß gar nicht, ob geschnitten oder ungeschnitten. Die Fassung hier ist auf jeden Fall ungekürzt. Ja, ist natürlich nicht mehr so gut wie das Original. Ist auch, glaube ich, gefloppt damals. Es gab ja auch unzählige Nachahmer. Universal Soldier 2 und 3 waren dann Direct-to-Video-Produktionen. Die hatten im Original auch einen etwas anderen Titel. Irgendwas mit Brothers in Arms oder irgendwie kein Plan mehr. Auch ohne Van Damme oder Lundgren. Und ja, und dann gab es da noch, hieß er Regeneration, glaube ich. Den habe ich noch im Steelbook auch noch nicht geguckt. Auch sehr günstig irgendwo.
in Osteuropa gedreht und vor kurzem im letzten Jahr erschien Day of Reckoning, hieß er, glaube ich. Ja, auch wieder mit Van Damme und Lundgren. Hat dann aber nicht mehr gereicht für eine Kinoauswertung, sondern ist halt direkt in die Videothek bzw. in den Handel gekommen. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Den ersten Teil habe ich auf Blu-ray, der muss auch mal wieder geschaut werden und das mag ich dann direkt in einem Abwasch und danach dann direkt den Ostblock-Klopper Regeneration. Bin mal gespannt, ob ich da noch gut unterhalten werde. Dann haben wir Virtuosity, steht schon länger auf meiner Wunschliste, mit Denzel Washington und Russell Crowe. Ja, ist ein Cyber-Thriller von dem Macher von Rasenmähermann. Über die Effekte wird man heute wahrscheinlich nur noch schmunzeln können, ist aber nicht weiter wild. An den Film habe ich nämlich wirklich gar keine Erinnerung mehr. Auch früher mal gesehen und wahrscheinlich dann auch nur im Fernsehen. Ich meine, das wäre im Fernsehen gewesen und da war er eh gekürzt, weil der Film hat hier eine Spio-JK-Freigabe. Hier noch ein Film, der an mir vorbeigeplätschert ist. The Replacement Killers, die Ersatzkiller. Bin ich früher in der Videothek immer dran vorbeigelaufen, keine Ahnung warum. Ja, Chow Yun-Fat und Mira Sorvino spielen die Hauptrollen und der gute Til Schweiger, der ist auch wieder zu sehen. Als Killer, ja, als, wie gesagt, Ersatzkiller. Ja, es gibt eine längere Fassung noch, das weiß ich wohl. Die ist einige Minuten länger, auch auf DVD gibt es die. Und ja, stört mich jetzt nicht so wild, da ich noch niemals die Fassung kenne, ist es mir eigentlich egal. Beim Preis von, ich glaube, das waren knapp 2,50 €, habe ich übrigens für jeden der Filme hier bezahlt. Natürlich bis auf das Steelbook von Mann beißt Hund, der war eine ganze Ecke teurer. Aber bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Hier ist noch die Erstauflage von Columbia TriStar mit dem schicken Hologramm unten links in der Ecke. Auch alles top erhalten mit Booklet, allem drum und dran. Für 2,50 € immer wieder. Dann ein Film, den ich auch noch nicht kenne. Rapid Fire mit Brandon Lee und Powers Booth. Habe ich viel von gelesen. Der ist ja auch in der Action Code Uncut-Reihe erschienen. Ja, hier auch die ungekürzte Fassung, auch mit FSK 18. Scheint ein ganz guter Actionfilm zu sein. Wie gesagt, noch nicht gesehen, aber den guten Brandon Lee, den habe ich immer sehr gerne gesehen. Vor allem in The Crow, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Großartig und ja, der ist einfach cooler Typ. Dann ein nur bedingt ungekürzter Film. Dazu komme ich sofort. Das ist Police Story mit Jackie Chan aus der Masterpiece Edition. Ja, die Version hier ist von 2002, das ist die FSK 18 Fassung. Es gab gleichzeitig auch 2002 eine erschienene Fassung mit FSK 16. Die waren um einige Minuten gekürzt. Und im Jahr 2005 ist dann der Film neu geprüft worden und ist mit einer FSK 16 ungekürzt freigegeben worden. Der hat dann, glaube ich, 16 Minuten mehr Laufzeit. Aber an, ich sag mal, Brutalität und Action ist da nichts hinzugekommen, sondern nur Comedy-Elemente und Handlung ist hinzugekommen. Und das ist noch nicht mal synchronisiert worden, sondern ist im Originalton mit deutschen Untertiteln. Ja, und da mache ich jetzt auch keinen Fass auf für. Wenn ich lachen will über Jackie Chan, also dann gucke ich mir wirklich Rush Hour, Shanghai Nights, Shanghai Noon, was auch immer an. Und ja, hier will ich einfach einen guten Actionfilm sehen und die Szenen sind hier in der FSK 18 Fassung auch alle enthalten. Dann ein wieder mir unbekannter Film, Corruptor, im Zeichen der Korruption, wieder mit Chow Yun-Fat und Mark Wahlberg. Ja, für einen guten Action-Thriller bin ich immer zu haben. Cover war mir auch bekannt, bin ich auch in der Videothek früher wohl öfter dran vorbeigelaufen. Keine Ahnung warum, man kann ja auch nicht alles leihen. Und wenn man bedenkt, jetzt, dass ich dafür jetzt weniger bezahlt habe, als wenn ich den von einem oder anderen Tag ausleihen würde. Also dafür kommt er auf jeden Fall in die Sammlung. Hier die schöne Kinowelt-Auflage. Jo, lasse ich mich überraschen, kann ich nichts zu sagen. Dann ein toller Film nach einer Stephen King-Vorlage. Kinder des Zorns, Children of the Corn mit Linda Hamilton. Hier die Laser Paradise Veröffentlichung, ungekürzt der Film, da muss man ja auch erstmal durchblicken, da gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Fassungen, dann ist der in der Box mal gekürzt, mal ungekürzt, zig verschiedene VÖs,
Finde ich ein bisschen sehr verwirrend. Auch, dass man die zwei Teile 2 und 3 gar nicht mal so einfach bekommt, sondern auch nur in einer ungekürzten Box, die es dann aber auch wieder noch geschnitten gibt. Da muss man auch drauf achten. Und ja, ich habe jetzt einfach mal zugegriffen. Ich werde demnächst in einem meiner nächsten Updates werde ich auch noch die Teile 4 und 6 zeigen. Die sind nämlich auch vor kurzem noch hinzugekommen. Liegen aber auch im anderen Stapel. Muss ich separat nochmal mal auspacken. Ja, wie gesagt, das ist eine ganze Menge, die bei mir noch rumliegt. Und jetzt versuche ich das mal alles so ein bisschen abzuarbeiten in dieser Update-Reihe. Naja, auf jeden Fall Kinder des Zorns, sehr guter Film. Einer der besseren Stephen King-Verfilmungen. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Gab unzählige Fortsetzungen. In Deutschland 6 Stück erschienen. Und plus der neue Kinder des Zorns Genesis. Ist aber totale Scheiße. Hat eigentlich recht wenig mit der ganzen Klamotte noch zu tun. Und ein 7. Teil, der vor einigen Jahren schon erschienen ist, hat es gar nicht nach Deutschland geschafft. Der ist gar nicht synchronisiert worden. Naja, warum auch nicht. Kinder des Zorns 1 ist auf jeden Fall super. Weiter mit Van Damme im Doppelpack. Geballte Ladung, Double Impact. Auch ganz früher mal gesehen. Hier die ungeschnittene Version, auch von Laser Paradise. Gibt auch noch eine geschnittene Auflage. Ja, fand ich ganz gut damals. Heute wird er wahrscheinlich unfreiwillig komisch sein. Ich lasse mich mal überraschen, weil da bin ich echt pingelig. Ich achte da auf so Kleinigkeiten, gerade mit Doppelrollen, wenn irgendwelche eine Doppelrolle spielen. Und da der Film ja halt schon ein paar Jährchen alt ist und dementsprechend die Effekte auch nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, ja, werde ich da garantiert ein paar Mal losgrölen. Weil wahrscheinlich, wenn die beiden sich gegenüberstehen und man sieht den einen nur von hinten, hat dann wahrscheinlich eine ganz andere Haarfarbe oder man sieht Bartstoppeln, eine andere Kopfform, wie auch immer, auf so Kleinigkeiten achte ich dann. Ja, für den Spaß mache ich mir da für 2,50 gerne. Ja, Van Damme in geballte Ladung. Oh, dann, da habe ich mir einen Arsch abgefreut. Showdown in Little Tokyo, die ungeschnittene Originalversion mit Dolph Lundgren und Brandon Lee. Ja, glaube ich, eine sehr kurze Laufzeit, 76 Minuten. Möchte ich nicht wissen, wie die gekürzte Fassung aussieht, denn kann man wahrscheinlich in einer halben Stunde abfrühstücken. Wie gesagt, ich kenne das Cover so oft gesehen und das Plakat so oft gesehen. Ob ich den Film kenne, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn immer mal sehen wollte. Ja, hier die Erstauflage im Snapper. Habe ich ein bisschen gewundert, als ich ein bisschen recherchiert habe und den Film gesucht habe. Habe ich ihn auf dem Marketplace gefunden. Neu für 100 Euro. Okay, gebraucht ab 39,95 plus Versand. Ja, warum nicht? Also, keine Ahnung, warum der so selten ist oder warum der so teuer ist, ich habe keinen Dunst. Ja, ich werde mir auf jeden Fall reinpfeifen. Wahrscheinlich werde ich mal so einen kompletten Action-Tag machen, wo ich mir einen Klopper nach den anderen reinziehe. Ja, für 2,50, wie gesagt, immer her damit. Und als letzte DVD Crying Freeman, der Sohn des Drachen. Auch die ungeschnittene Originalversion, Erstauflage im Snapper. Den Film kenne ich zur Abwechslung mal und der hat mir sehr gut gefallen. Hatte ich auch mal aus der Videothek. Richtig gute Manga-Verfilmung. War es ein Manga? Ich meine ja. Ich meine, es wäre eine Manga-Vorlage gewesen. Ich könnte es jetzt aber nicht schwören. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, gute Action. Mark Dacascos. Klasse. Der Film macht so ziemlich alles richtig und unterhält wirklich blendend. Ja, so viel dann zu den Filmen. Dann haben wir noch ein paar Spiele für die PS3. Als erstes Silent Hill, hier in der Classic HD Collection. Ja, ich bin im Moment wieder voll auf dem Silent Hill Trip. Den habe ich mir für 15 Euro habe ich mir das Spiel mal mitgenommen. Da sind die Teile Silent Hill 2 und Silent Hill 3 enthalten, die man noch von PlayStation 2 Zeiten kennt. Habe ich damals geliebt, die beiden Teile. Also macht irre Laune. Ich bin gerade mitten im zweiten Teil. Und ja, abends ist es echt perfekt. Also wenn man das Licht ein bisschen abdunkelt, also mit geringer Lichtquelle zockt und allein die Soundkulisse ist großartig. Es wurde oft bemängelt, dass hier geschlampt worden wäre bei der Umsetzung, dass das Spiel ruckelt wie Sau und kann ich absolut nicht nachempfinden. Wie gesagt, ich habe jetzt 2/3, würde ich sagen, des zweiten Teils durch. Ein, zwei Mal hat es mal kurz geruckelt, als ich über die Straße gerannt bin mit dem Nebel. Aber das war's auch schon. Also da habe ich aber aktuelle Spiele gesehen, die deutlich mehr Fehler machen. Also da kann ich mich hier echt nicht beschweren. Ja, wie gesagt, macht irre Laune. Und da ich auf dem Silent Hill Trip im Moment bin, ist direkt für Nachschub gesorgt.
Silent Hill Downpour, der neueste Teil der Silent Hill Reihe, im letzten Jahr erschienen, hat auch sehr gute Wertungen bekommen. Und ja, man dachte ja schon, die Silent Hill Reihe wäre auf dem absteigenden Ast, so ähnlich wie Resident Evil so langsam gegen die Wand gefahren wird. Hier soll es wieder besser sein, es soll mehr Augenmerk auf die Rätsel gelegt werden und nicht auf plumpes Draufhauen, bloße Action. Also wenn ich ein Actionspiel haben will, dann gibt es genug dämliche Shooter oder Actionspiele und dafür gebe ich kein Geld aus für 4 Stunden, die ich in einem Nachmittag durchspiele, die Kampagne. Dann lieber doch ein Spiel, was mich ein bisschen länger am Bildschirm hält als 4 bis 5 Stunden. Ich habe vor kurzem erst God of War zu Ende gespielt, den neuesten Teil. Ascension kann ich auch sehr empfehlen. Mit ein bisschen Umherschauen und so habe ich da knapp 10 Stunden gebraucht. Das ist eine ganz gute Zeit. Naja, auf jeden Fall hier ist Silent Hill gute Wertung bekommen. Den neuen Film habe ich mir auch vorbestellt. Der ist zwar nicht ganz so gut weggekommen, aber da ich den ersten großartig fand und mir den zweiten unbedingt anschauen will, habe ich mir mal vorbestellt. Bin ich mal gespannt, da ich im Moment auf dem Silent Hill Trip bin. Ja, und das letzte Spiel haben wir The Darkness 2. Hier die ungekürzte PEGI-Fassung. Ja, in Deutschland ganz schwer zu bekommen. Also die geschnittene 18-Fassung kommt mir sowieso nicht ins Haus. Also da habe ich von Haus aus was gegen. Wenn ich zocken will, dann doch bitte ungekürzt. Also so ein geschnittener Kram kommt mir absolut nicht in die Bude. Und dafür bin ich schon bald 2x 18. Also und da muss ich mir noch vorschreiben lassen, was ich zock. Nee, danke. Dafür gibt es dann noch das Ausland. Und hier The Darkness 2. Die Demo habe ich mal gezockt. Hat mir sehr gut gefallen. Ein schöner Cell-Shading-Optik. Ja, hier im Steelbook. Das gab es damals, glaube ich, exklusiv für Vorbesteller aus Österreich. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Shop. War aber auch nicht so billig. Irgendwie so um die 70 Euro, habe ich mal gelesen gehabt. Und ich habe das Spiel jetzt bekommen, stand 12 Euro dran. Ich habe es für einen 10er bekommen. Ja, dafür zocke ich es doch sehr gerne mal. Demo hat mir schon gut gefallen. Recht harte Klamotte. Da wird mit rotem Saft nicht gegeizt. Ist zwar nicht so wichtig für ein Spiel, aber ich möchte es halt so spielen, wie es gedacht war. Ob es jetzt Blutspritzer sind, die fehlen oder Blut geändert wurde oder ob der Kamerawinkel ein anderer ist. Also eine Zensur ist für mich eine Zensur und da sehe ich dann auch nicht drüber hinweg. Wenn ich über 18 bin, möchte ich die Spiele gefälligst auch so spielen. Also die reden davon mit 16 wählen, mit 17 Auto fahren und wann kann ich ein ungekürztes Spiel spielen? Nie. Ja super. Nee, also da mache ich nicht mit und deswegen immer nur ungekürzt und wenn es aus dem Ausland ist. So, das war's dann auch mit dem heutigen Update. Ich hoffe, es war für euch was dabei, es hat euch gefallen. Wie immer, kommentiert fleißig, schreibt mir einfach, ich würde mich darüber freuen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Osterfest. Ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ich bin raus, ciao. Und ich gebe dann jetzt auch den Gas, weil ich will nicht wieder überziehen. Ich habe versprochen, mich kürzer zu fassen. Werde ich auch diesmal. Ich zeige euch 11 DVDs. Ey, f*** mich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und eine Sch***, ey, warum bimmelt andauernd ein Telefon?